Halte deine Augen geschlossen und geh mit deiner Aufmerksamkeit durch deinen Körper. Spüre den Körper als Ganzes. Mit seinen verschiedenen Bewegungen. Die Atembewegung, das Einatmen und das Ausatmen. Das Einatmen und das Nehmen, das Ausgreifen und das Ausatmen, das Geben und Loslassen. Den Herzschlag. Der Puls, der manchmal in verschiedenen Bereichen des Körpers spürbar ist oder sogar im Ganzen. Und dann gibt es feine oder stärkere Muskelbewegungen. Zuckungen, innere. Die manchmal, wenn der Körper loslässt, auch als äußere Zuckungen wahrnehmbar sind. Ganz spüren, gewissermaßen. Der Körper sein. Es ist am besten, den Mund zu öffnen, weil der Körper dann den Atem leichter so ändern kann, wie der Körper atmen möchte, sodass du nicht atmest, sondern der Körper. Dass du das Gefühl hast, dass es dich atmet. Wenn man dieses durch den geöffneten Mund atmen nicht gewohnt ist, dann fühlt es sich erst fremd an und verunsichernd. Wenn man dann aber denkt, oh, das mit geöffnetem Mund ist nichts für mich, mit geschlossenem Mund, das fühlt sich viel besser an. Ich lasse das lieber. Dann ist das ein sehr unglücklicher Gedanke. Auch ein sehr törichter Gedanke. Weil man sich fragen muss, warum fühlt es sich unangenehmer an? Und es hat nur einen Grund. Durch den geöffneten Mund hast du weniger Kontrolle über den Atem. Weniger Kontrolle, wenn man es nicht gewohnt ist und es geradezu wünscht, ist verunsichernd. Und ein Teil des Menschen mag das nicht. Aber dieses die Kontrolle aufgeben, ist ja gerade das, was wir wollen. Es ist die Voraussetzung für das Loslassen.
Wenn es sich also unangenehm anfühlt, dann ist das gerade ein Grund, es besonders häufig sich daran zu gewöhnen und geschehen zu lassen. Nicht bei kaltem Wetter draußen, aber wenn man die Aufmerksamkeit nach innen richtet, um sich zu lösen, bei sich anzukommen, das Tiefere zu entdecken, Kontrolle aufgeben. Bewegung geschehen lassen. Ohne Absicht. Und ohne Urteil. Das heißt, ohne Gedanken. Wenn du dich daran orientierst, geschieht etwas sehr Wesentliches, nämlich du trittst zurück. Was ist dieses Ich? Dieses Ich sind die Gedanken, ich brauche, ich muss, ich will dies und das anders, das und das sollte so und so sein und nicht wie es jetzt ist. Ich will, ich brauche, ich sollte, ich muss, ich kann nicht. Das ist das Ich. Und wenn du jetzt ganz der Körper bist und den Körper spürst, dich als Körper spürst, dich als Bewegung spürst, gibt es keinen Raum für ich will, ich muss, ich sollte, ich kann nicht, ich darf nicht, ich muss. Der Körper hat kein Ich. Nur die Gedanken haben ein Ich. Und wenn du so zurücktrittst, dann hat das in der Regel zur Folge, dass die Körperanspannung abnimmt. Die Anspannung ist ja die Folge solcher Gedanken wie ich will unbedingt, ich muss unbedingt, ich sollte. Diese Gedanken sind die Ursache für die Anspannung. Und vielleicht bemerkst du das, dass der Körper loslässt. Vielleicht bemerkst du, dass er nicht loslässt. Kein Urteil, keine Absicht. Reines Gewahrsein und reine Erfahrung. Reines Gewahrsein und reine Erfahrung. Reines Gewahrsein wäre das Beobachten von außen.
aber beides zusammen. Den Atem wahrnehmen und geschehen lassen. Den Atem. Wenn du den Atem ganz geschehen lässt, dann merkst du, dass die Atemzüge sich ändern, weil der Körper sich ändert, weil er loslässt. Für diese Änderung gibt es keine bestimmte Richtung, sondern verschieden. Wenn der Körper loslässt, die Anspannung loslässt, bedeutet das nicht, dass der Körper ruhiger wird. Es kann bedeuten, dass mehr Aufruhr sich zeigt, der vorher unter der Anspannung festgehalten wurde. Hier wirkt sich aus, dass es keine Absicht gibt. Nicht die Absicht, ruhig zu werden. Nicht die Absicht, entspannt zu werden. Auch nicht die Absicht, Bewegung und Aufruhr zu haben. Wenn es eine Absicht gibt, dann die, dem, was ist, Raum zu geben. Die Absicht, selbst zurückzutreten und zu verschwinden. Die Absicht, nicht mehr im Weg zu stehen. Aber das alles ist nicht wirklich eine Absicht, sondern eine Nicht-Absicht. Es ist die Folge des Verschwindens von Absichten. Und gut ist, wenn du bemerkst, dass es richtig verunsichernd wird. Der Körper lässt los. Und es verschwinden die oberflächlichen Anspannungen. Die Anspannungen, die gar nicht nötig sind. Gar keine Anspannung ist nötig. Aber für dich in diesem Moment, dir erscheinen die Anspannungen noch weiter nötig, die dein inneres Gefüge von Abwehr und Sicherheit bestimmen.
Dem liegen Gedanken zugrunde, ich muss mich schützen, ich darf keinen Fehler machen, ich darf nicht aus der Haut fahren, ich darf mein Gesicht nicht verlieren, ich muss Kontrolle aufrechterhalten, sonst geht alles den Bach runter. Solcherlei Grundüberzeugungen. Und wenn der Körper loslässt, dass du in das Reich dieser Grundüberzeugungen kommst, dann gibt es eine echte Verunsicherung. Die fühlt sich so an wie, oh Gott, wenn ich jetzt hier weitergehen würde, dann, oh, ich weiß nicht, was dann passieren würde, aber ganz sicher, was ganz Furchtbares. Aus der Haut fahren, kollabieren. Der Atem würde stocken, ich würde ersticken, mein Herz würde zerspringen, die Muskeln, alles unvorstellbar, furchtbar. Also wenn alles sich gut anfühlt, dann sei besorgt. Weil dann hältst du dich noch weit oben in der Komfortzone auf, wo so viel Anspannung ist, die du gar nicht bemerkst, dass nichts passieren kann. Erst wenn du in dieses Reich von Verunsicherung kommst, dann segelst du gewissermaßen an der Grenze und ein kleines Stück über die Grenze hinaus. Ein kleines Stück mehr loslassen, Verunsicherung zulassen, Bewegungen im Körper zulassen, die sich lösen, die sich beängstigend anfühlen. Ein Stück weiter und tiefer. Die Veränderung des Atems zulassen. Beim tieferen Loslassen ist oft spürbar, dass der Körper mehr ausatmen will als einatmen. Das ist ein gutes Zeichen. Dem Raum geben. Eine ganz simpler Schritt besteht darin, dem Körper zu erlauben, fünfmal so viel loszulassen, wie er gelöst ist. Es ist gut, richtig innerlich die Erlaubnis auszusprechen. Das ist natürlich ein Trick. In Wirklichkeit brauchst du es dem Körper nicht zu erlauben, sondern dir. Weil der Körper ist nicht das, der sich festhält. Das bist du. Die oder der den Körper festhält. Warum sollte der Körper sich festhalten? Der freut sich nur und wartet darauf, dass du zwischendurch mal loslässt und ihn gewähren lässt. Darum freut er sich, wenn es abends zum Schlafen geht, weil er weiß, ah, jetzt kann sie nicht mehr so viel machen. Mit mir.
Und jetzt richtest du die Aufmerksamkeit darauf, was du fühlst. Richte die Frage nach innen, was fühle ich jetzt? Und nimm wahr, öffne dich für die Antwort und nimm wahr, was das für Auswirkungen auf den Körper hat. Was fühle ich jetzt? Die Frage stellen und dich für die Antwort öffnen. Was macht das mit dem Körper? In aller Regel bewirkt es, dass der Körper von alleine mehr loslässt, weil du dich für das Fühlen öffnest. Manchmal nimmt man sofort ein klares Gefühl wahr. Manchmal hilft es, wenn man mehr nach der Stimmung fragt und entdeckt. Manchmal nimmt man wahr, ob Ruhe oder Unruhe da ist, und man weiß gar nicht, ein Gefühl oder eine Stimmung auszumachen. Ist da Ruhe? Ist da Unruhe? Ist da beides? Wenn zwei Erfahrungen sind, immer dem mehr Raum geben, in dem mehr Bewegung enthalten ist. Das ist kein Tun, weil die Erfahrung, in der mehr Bewegung enthalten ist, kommt von alleine ganz natürlich in den Vordergrund. Wenn das nicht so wäre, wären wir nicht so zahlreich auf der Erde. Denn wenn man sich verteidigen muss, dann muss die Wut im Vordergrund sein und nicht die Liebe und das Mitgefühl mit den Jungen von dem Bären oder dem Säbelzahntiger. Darum drängt sich die Wut in den Vordergrund und alles andere zurück. Wenn Angst da ist und Liebe und Freude, dann drängt sich die Angst in den Vordergrund, dass du so schnell laufen kannst, wie es geht. Wenn du also, das ist ja ein durchaus wichtige Klärung, denn in der Absichtslosigkeit ist immer enthalten die Tendenz zum weniger Tun, zum gar nicht mehr Tun. Deswegen ist eine solche Klärung wirklich wichtig, weil es einem normal vorkäme, dass dem sich mehr Bewegenden in den Vordergrund bringen, als wenn es ein Tun wäre. Wenn man weiß, nein, das ist der natürliche Prozess, die natürliche Bewegung, dann bedeutet es wieder nur, die Hindernisse der natürlichen Bewegung wegräumen. Und was ist das Haupthindernis?
Das Haupthindernis ist der Wunsch, es bequemer zu haben, die Ruhe angenehmer zu finden als die Unruhe. Das heißt, wir selbst sind diejenigen, die dieser natürlichen Bewegung im Wege stehen. Wenn wir also sagen, wir lassen das in den Vordergrund kommen, wo mehr Bewegung ist, dann nehmen wir nur unsere Bequemlichkeitstendenz zurück. Das also ist ein weniger Antun. Mach dir keinen Kummer, wenn das im Augenblick zu komplex erscheinen würde. Das Wesentliche kriegst du trotzdem mit und an einer anderen Stelle kommt es wieder hoch und dann verstehst du es deutlicher als jetzt. Dann dem Raum geben, der Unruhe vielleicht, dem Gefühl, der Stimmung, dich ganz erfassen lassen. Absichtslos. Die Absichten enthalten ein Wollen. Mehr wollen, weniger wollen, anders wollen. Absichtslos heißt, dem ganz Raum geben, was ist. Dich vom Gefühl, Stimmung, Unruhe, Ruhe oder nichts ganz erfassen und ganz ausfüllen lassen. Und mit dir machen lassen. Den Körper verändern lassen, den Atem, den Herzschlag, die Muskelanspannung, sogar die Haltung. Ganz wenig, so wie es will. Das Gefühl nicht nur wahrnehmen, sondern erleiden. Das ist das sich seelisch erfassen lassen. Das Gefühl erleiden. Den Schmerz, die Freude. Nicht nur sein, sondern auch erleiden. Schmerz tut weh. Freude erfüllt und wenn sie zunimmt, macht sie genauso Angst wie Schmerz, nämlich zu explodieren und aus der Haut zu fahren. Jedes Gefühl verursacht Energetisierung. Alles das zulassen und fühlen und erfahren, ohne etwas zu tun. Du gehst aus dem Weg, trittst zurück, mehr und mehr. Wenn der Körper zurück, wenn du zurücktrittst, löst sich der Körper. Aber es geht nicht
geradewegs in ein entspanntes Nichts, sondern wenn der Körper sich löst, dann gibt er dem Aufruhrraum, der unter der Anspannung war, der Bewegung, dem Fühlen. Zuckungen, die geschehen, sind ein Zeichen, dass sich Anspannung löst. Möglichst diese Zuckungen gelöst und weich geschehen lassen. Kein Erschrecken in den Zuckungen und vor allem keine Anspannung als Folge von Erschrecken. Aufgeben, loslassen. Das ist das, was dich dem Aufwachen nähert. Tränen sind kein Tun. Tränen sind geschehen lassen der Atembewegung und dessen körperliche Auswirkungen. Vielleicht bemerkst du das, du bist die ganze Zeit an der Grenze. Will ich noch ein bisschen mehr loslassen? Kann ich noch ein bisschen mehr loslassen? Kann ich es mir erlauben, ohne aus der Haut zu fahren und zu zerspringen? Oder du bist weiter davon weg. Wenn du weiter davon weg bist, dann bekommst du ein Gefühl von Langeweile und schläfrig werden und ach, was ist das heute für ein gemütlicher Tag? Entweder bist du mehr an der einen Seite oder mehr an der anderen. Und du kannst es wahrnehmen. Und das Wahrnehmen kann zur Folge haben, mehr loszulassen. Kein Entspanntsein suchen, kein Stillwerden suchen, nicht das Angenehme suchen, gar nichts suchen, sondern öffnen für das, was ist. Wenn du zwischendurch von der Aufmerksamkeit, die auf das Gefühl gerichtet ist, wegrutscht, dann kannst du das Gefühl einen Satz sagen lassen. Genauer dich als Fühlende oder dich als Fühlender einen Satz sagen lassen, der manchmal ganz kurz ist, wie ich freue mich. Oder es tut so weh. Oder ich fühle mich traurig. Manchmal ist er ein bisschen länger. Ich fühle mich traurig, weil das und das gerade geschieht. Oder ich an das und das denke. Oder weil das und das ist. Aber nicht anfangen zu suchen, dann reicht der ganz kurze Satz. Der hilft dir, in das Gefühl zurückzufinden. Denn du kannst bemerken, dass du zwei bist. Du bist die Fühlende. Und du bist die Wahrnehmende. Du bist der Erleidende. Und du bist der Zeuge. Als Beobachtende, als Zeuge
Bist du dein eigener innerer spiritueller Lehrer? Deine eigene innere spirituelle Freundin? Und du kannst wahrnehmen, dass du manchmal zu vollständig in diese spirituelle Freundin hineinrutscht. Ist der Atem gelöst, fragst du dich dann, ist das Gefühl ganz wahrnehmbar, ist das Loslassen vollständig, kann es noch vollständiger sein? Ja, dann bist du dir gewärtig, gegenwärtig, im Gewahrsein, als diese eher außenstehende Seite des Dich-Begleitens. In traditionellen Meditationen wird es geradezu verlangt, dich da aufzuhalten, als Beobachter, der sich nicht berühren lässt. Und zu einem kleinen Teil bist du das. Aber zum größeren Teil bist du die Erleidende, der Fühlende. Das ist das Natürliche. Unser natürliches Wesen beinhaltet, dass ein Gefühl, das auftaucht, einen ganz erfasst. Du bist Fühlende und Beobachter. Erleidende und Gewahrsein. Leben und Bewusstsein. Dass der Körper für das Aufwachen eine wichtige Rolle spielt, ist in den alten Traditionen sehr bekannt. Aber die Grundidee war, den Körper unter Kontrolle zu bringen, sodass er zu 100% beherrscht wird. Und die Tatsache ist, dass zum Aufwachen genau das Gegenteil erforderlich ist. Das genaue und vollständige Gegenteil. In der Lage sein, den Körper vollständig loszulassen. Das ist wirklich merkwürdig, wie da fast alle Traditionen, die sich mit dem Körper befassen, in die exakt gegenteilige falsche Richtung laufen. Und jetzt, und damit kommen wir mit unserer kleinen Reise zum Ende. Du bist in diesem Augenblick vollständiges Loslassen, damit in dir geschehen kann, was geschehen will. Gefühlt wird, was da ist. Du nichts tust gegenüber dem Gefühl, dich erfüllen und erfassen lässt.
Wenn du das vollständig tust, kann ein Hineinsinken beginnen. Der Beginn für den letzten Teil der Reise. Und das alles hat zu tun mit 100% Loslassen. Und gleichzeitig ist da 100% Kontrolle, besser zu sagen 100% Disziplin, nämlich gegenüber dem Tun. Das Leben würde dich dazu bringen wollen, vom Fühlen möglichst unmittelbar in den Impuls überzugehen. Wenn du Wut fühlst, unmittelbar in den Angriff. Wenn du Angst fühlst, unmittelbar ins Weglaufen. Das ist das, was das Leben von dir will. Und auch hier sagst du Stopp. Stopp. Kein Tun. Hundertprozentige Disziplin. Kein Tun. Kein Impuls. In der größten inneren Aufruhr und größten inneren Bewegung sich selbst nicht bewegen. Kein Impuls, aber auch und besonders kein Festhalten. Wo das Gefühl zurückgedrängt würde, von dir weggestellt würde. Das Leben ganz sich in dir entfalten lassen und anhalten und über das Leben hinausgehen.